herrlichen Wetter konnte ich natürlich nicht widerstehen und habe gekauft. Rippchen habe ich gekauft. Ich muss immer so ein bisschen den Bauch einziehen. Lecker Rippchen. Jetzt mache ich gleich noch Coleslaw und da gibt es heute extrem geiles Barbecue zum Abendbrot. Ich freue mich. Oh. Leute, es ist wahrscheinlich der einfachste Coleslaw, den es überhaupt auf diesem Planeten gibt. Hier sind alle Zutaten. Besonders wichtig ist dieses Teil, eine Brotschneidemaschine, weil damit kann man den Weißkohl super schneiden. Da muss ich da nicht so abmühen mit einem Messer oder wie auch immer. Dazu einfach noch eine Zwiebel, Schalotte oder wie auch immer. Schlagsahne, Mayonnaise, Essig und Pfeffer. Und ein bisschen Salz. Und wer es dann noch crunchiger mag, der kann natürlich auch noch Erdnüsse mit reinmachen. Erdnüsse. Walnüsse, sorry. Ja, oder Apfel, geht auch. Also, probiert euch aus. Es wird lecker. Und übrigens habe ich gerade festgestellt, ich muss ja mal wieder ein Live-Kochen machen. Das heißt, wir werden nächste Woche wieder ein schönes Live-Kochen machen und werden dann zusammen miteinander kochen und essen und dummes Zeug erzählen. Also, bis nachher. Oh ja, Jemine, ich habe das Rezept schon lange nicht mehr gemacht. Es fehlt natürlich Zucker. Zucker mit auch mit dran. Ha! Wollte ich euch jetzt nochmal ganz kurz wissen lassen. So, ihr Zuckerpuppen, die Rippchen waren jetzt 2 Stunden auf dem Smoker, hier sind sie. Jetzt mache ich einmal das Butcherpaper drum, dann eine Alufolie, dann Flüssigkeit unten rein. Also erst Flüssigkeit unten rein, dann Butcherpaper, dann die Alufolie. Und dann geht es nochmal für 2 Stunden auf den Grill. Ja, das machen wir jetzt. Tschüss. So Leute, ich habe gerade ein bisschen Barbecue-Soße auf meinem Handy, aber ist ja nicht so schlimm, ihr könnt trotzdem alles sehen. Da sind sie. Achso, ihr könnt sie doch nicht sehen. Warte, ich mache das nochmal neu. So, jetzt ist die Barbecue-Soße auch an meinen Händen. Da. Ah, herrlich. Herrlich. Leckere Rippchen vom Pellet Smoker. Ich mache jetzt auch mal zu. Ne? Ups, die brauchen ungefähr 1 Stunde und dann sind sie fertig. Ist grandios, oder? Was sagst du? Sagst du, dass es. Nee, jetzt sag doch mal auch für alle Leute, du bist ja jetzt nicht zu sehen, aber sag doch mal, dass es schön wird. Ja, und sag, dass ich dein bester Freund. Wenn sie so wären wie beim letzten Mal, dann. Essbar. Sind sie nicht schlecht. FICKDICH.